So, bevor wir den Tempel verlassen, ist mir noch was aufgefallen. Wir dürfen bei unseren Gepäckträgern, in Anführungszeichen, keine freien Plätze haben. Denn wenn die freie Plätze haben, wird das vollgestopft mit Zeug beim automatischen Looten. Also wenn man was aus der Liste auswählt. Auch wenn es dann unter die 5 Bewegungspunkte kommt. Also werden wir jetzt noch mehr jonglieren müssen, bis wirklich jeder voll ist. Das machen wir am besten mit den Wirselkräutern. Die wiegen ja nur eine Unze pro Stück. Richtig? Ja, das passt gut. So, du noch. Ein Wirselkraut da, ein Wirselkraut da. Jallen ist eh schon total überladen. Mürren braucht noch ein Kraut. So. Und nicht unterwegs dran knabbern. Also, Tirik und Kerugon haben noch Platz. Kerugon sogar recht viel. Dafür nicht mehr allzu viel Gewicht. Aber momentan können wir es uns, glaube ich, auch verkneifen, die ganzen Schwerter und Rüstungsgegenstände aufzusammeln, die wir finden. Außer sie klingen irgendwie außergewöhnlich oder kommen von einem Anführer. Dann sollten wir prüfen, ob die magisch sind. So, nächster Punkt. Essen haben wir noch genug. Pfeile haben wir auch schon gekauft. Schön. Dann können wir doch das Poter. Wo genau sind wir eigentlich? Warnheim. Das war südlich von das Poter, richtig? Ich denke schon. Ja. Wir sind erschöpft. Das ist ganz gut. Dann kann Talana noch einmal schlafen. 4 Stunden, keine Kräuter. Na gut, jagen nicht unbedingt. Wir haben gerade das Gewicht so schön zusammengesortiert. Und daran habe ich auch nicht gedacht. Bei der Jagd kriegen wir ja Proviantpakete. Und die machen das Ganze dann wieder zunichte. Aber na gut, darum kümmern wir uns dann. Der Jäger. Na gut, wir können ihn nochmal fragen, ob er irgendwas anderes außer das Poter weiß. Nee, redet nur von das Poter. Na gut. So, also, wir waren da oben in dem Wachhaus. Wir waren in dem Bordell. Und da war ein unhöflicher Zivilist, der uns hängen wollte. Oder der meinte, dass Landratzen gehängt werden. Gucken wir doch mal ins Geschäft rein. Das wäre natürlich sehr praktisch, wenn wir die Sachen direkt hier verkaufen könnten. Das grüne Hufeisen ist gut besucht. Zunächst scheint niemand von euch Notiz zu nehmen, aber nach einer Weile fragt euch jemand, wollt ihr nur glotzen oder trinken? Ihr seid wohl neu hier. Ja, ja, die sind alle ziemlich unfreundlich hier. Na gut, dann kann Tirik sich auch ein wenig austoben. Ein helles Köpfchen will mir scheinen. Wie meint ihr denn das? nur im Vergleich zu euren Kumpanen, keine Angst. Euch wird... Was? Euch wird euer großes Maul schon noch vergehen. Auf sie, Jungs und Mädels. Ja, Kneipenschlägerei. Mit langen Schwertern und Kettenpanzern und so weiter. Wie sich das halt gehört. Na komm, Talan darf sie auch ein bisschen austoben. Rauf da, vorsichtig. Da steht Tirik hoffentlich. Den kann man so schwer erkennen. Du musst auf jeden Fall schon mal dahin laufen, um die ganze Meute abzufangen. Obwohl die anscheinend sich damit begnügen, den Fernkampf zu benutzen. Dann lauf du mal dahin und schieß auf den Anführer. Zumindest sticht der Streuner da unten ein wenig heraus. Das wird dann wohl der Wirtbesitzer sein. Und du gehst dahin. Überall fliegen Messer. Schieß doch mal zurück, bitte. Schieß doch mal zurück, bitte. Das ist jetzt komisch. Zweimal hintereinander nicht getroffen. Normalerweise trifft sie fast immer. Kann das was mit der Distanz zu tun haben? Da habe ich bisher noch gar nicht so wirklich drauf geachtet. Müssen wir gleich beim Auge behalten. So, Tirik, hilf Talana. Du haust auf den. Auf den wird ja eh geschossen gleich. So, du auf den Streuner. Na also. Und da waren nur 2 Felder weit weg. Auf wen geht die andere Elfe jetzt? Sind recht viele bei Tirik, aber es sind auch recht viele oben bei Gwellen und Gerugon. Aber wir sollten erstmal unten aufräumen. Das heißt, du gehst mal... Eigentlich soll sich Talana da ganz raushalten. Ja, komm.
kein Risiko eingehen. Wir wollen ja schließlich noch ein paar mehr Gebäude hier auseinandernehmen. Hust, hust. Waffe zerstört. Oh, das ist nicht gut. Das war bei Gwendolyn. Müssen wir gleich mal gucken. Der Streuner wäre schon mal unten. Du gehst dahin. Du haust auf den. Du, genau, auf den solltet ihr euch konzentrieren. Also Gwendolyn und Girogon, dass sie auf denselben schießen. Du auf den. Triffst auch wieder. Und du musst deine Waffe wechseln zu einem Kukris-Mangbila. Dann gucken wir doch mal, wie der so ist. Zunächst muss ein zulässiger Gegenstand ausgewählt werden. Was zur Hölle? Das waren 31 Schaden. Wow. Das Gift scheint ja doch sehr praktisch zu sein. Vielleicht sollten wir doch mal ein, zwei Flaschen brauen. Angriff da drauf. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Mangbila aufgebraucht ist oder nicht. Mal müssen wir gleich mal gucken. Wir greifen einfach nochmal an und gucken, ob der auch explodiert. Komm schon, ich will, dass Gwendolyn wieder dran ist. Na gut, Girogon darf auch mal kurz. So, ja, Terika auch drauf. So, oh, die Waffe ist wohl dabei kaputt gegangen. Ah, ärgerlich. Das war wohl nur eine Einmalwaffe. Oh, und warum steht da unten ein H-E-N? Das soll wohl zum Rapier gehören. Das heißt, sie hat nur jetzt die Orknase, mit der sie wahrscheinlich gar nicht umgehen kann. Mach mal vorsichtig. Nicht, dass sie sich damit noch selbst verletzt. Und wir müssen dann gleich mal einer der Elfen den Rapier wegnehmen. Und Gwendolyn geben. Sofern wir hier nicht irgendwas Neues bekommen. Ah, habe ich schon wieder aggressiv ausgewählt. Nicht gut. Du haust weiter auf den, du haust weiter auf den. Der müsste jetzt eigentlich auch gleich fliehen. Du wartest ab. Wartest immer noch ab. So, jetzt aber fliehen, bitteschön. Terik will nach oben laufen. Und du haust auf den. Hey, uns jetzt sogar damit getroffen. Warst du mal schick. So, du gehst dahin und schießt auf den bereits mehrfach an... Nee, der ist gar nicht mehrfach angeschlagen. Der Haufen da drüber war mehrfach angeschlagen, bevor Gwendolyn ihn atomisiert hat. So, du kannst da drauf, du sicherst, du schießt nochmal. Und damit dürfte die Kneipe eigentlich gleich leer sein. Mal gucken, was es hier so für Beute gibt. Wahrscheinlich Alkohol. Da kann sich Terik gleich mal ein bisschen besaufen. Das haben wir ihm ja versprochen, als wir das Fass gefunden hatten. Dass wir danach demnächst mal wieder in die Taverne gehen. Du haust den. Und wir haben Wort gehalten. Wir sind in die Taverne gegangen. Wir haben zwar kein Bier bestellt, aber wir sind anderweitig dazu gekommen. So. Alte Option. Alte Option. Und du musst dich mal ein wenig anders hinstellen. Nur wo? Oh, nächste Runde. Njam, njam, njam. Du greifst den nochmal an. Und sobald Yallen auch in Position ist, können wir Computerkampf anstellen. Aber ich will es nicht vorher machen, sonst laufen die wieder alle im Nahkampf. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Genau, du dahin. Computerkampf, keine Magie. So, der flieht. Was wahrscheinlich Myrum dazu bewegen wird, in den Nahkampf zu gehen. Nein, in den Rücken zu schießen. Sehr schön. Ja, manchmal klappt der Computerkampf auch genauso, wie man sich das vorgestellt hat. Oder auch nicht. Also, gleich wieder Waffe wechseln. Und die Waffen aussortieren auf jeden Fall bei Gwendolyn. Und gucken, ob der Mangbila oder Mangbila immer noch im Inventar ist und vielleicht nur repariert werden muss. Oder neu befüllt werden mit Gift oder dergleichen. Das können wir uns ja in Ruhe gleich angucken, wenn die alle auf dem Boden liegen. So, nur noch ein Pirat, der sich wacker hält.
Ach, Türk, nicht in den Weg laufen. So, jetzt wechselt auch die zweite Welle für die Waffe. Wäre ja auch zu praktisch gewesen. Jetzt wechselt sie gleich wieder zurück. Nein. Oh, was haben wir alles? Wir haben ganz viele Skraja, die wir alle nicht mitnehmen werden, weil sie zu schwer sind. Wir haben eine Weinflasche, eine Schnapsflasche und ein Rapier. Den nehmen wir doch auf jeden Fall mal mit. Silberschmuck lassen wir. 84 Abenteuerpunkte, das ist schön. Keine Dukaten. In diesem Haus findet ihr 50 Bier und 10 Proviantpakete. Nein, danke. Oh, aber ein Level Up. Schöne Sache. Wir erhöhen auf jeden Fall Körperkraft. Was wollen wir senken? Sie hat Goldgier recht hoch, Neugier recht hoch und Raumangst recht hoch. Goldgier nehme ich. Das macht zwar Sinn, dass sie Goldgier hat, aber selbst 6 wäre noch ein recht hoher Wert. Und es ist eben das Long. So, wie viel Lebensenergie? 3 Punkte. Oh, das ist okay. Wir würden gerne steigern. Waffenlos? Wir würden gerne steigern. Stichwaffen? Okay, das wird mit Tastatur auch ein bisschen schneller. Ja, ist auf jeden Fall zielsicherer. Und wir können nicht mehr Stichwaffen steigern. Das ist schade. Okay, Wurfwaffen. Dann... Die Maus ist immer im Weg. So. Klettern haben wir genug. Reiten nicht, schleichen würde ich ganz gerne bei ihr erhöhen. Ja, und oh, bevor ich das vergesse, auf jeden Fall feilschen. Ist zwar schon hoch, aber das kann man immer noch höher gebrauchen. Und Gassenwissen auch unbedingt. So, feilschen können wir nicht mehr steigern, schade. Wie schaut es mit Gassenwissen aus? Oh, unsere Punkte gehen ganz schnell runter. Oh, geschafft, sehr schön. So, wir haben Gassenwissen auf 10 steigern können, haben jetzt aber nur noch 2 Steigerungsversuche über. Das ist wenig. Schlösser knacken. Misslungen. Und damit wäre die Steigerung auch schon durch. Da ist viel zu viel misslungen. Ich hätte echt noch gerne Schlösser knacken gesteigert. Gefahreninstinkt und Sinneschärfe. Na gut, kann man nicht ändern. Die restliche Gruppe braucht noch 40 Erfahrungspunkte. Also 37. Das dürfte ja auch schnell drin sein. So, also. Wir waren jetzt in den 4 Häusern. Dann nehmen wir auch als nächstes mal das Rosane davor. Als ihr die Kneipe Hakenhugo betretet, verstummen im Schankraum sämtliche Gespräche. Diejenigen, die doch in der Lage dazu sind, schauen euch mit offener Feindseligkeit an. Zur falschen Zeit, am falschen Ort, ihr Kinderschrecks, informiert euch einer der Männer. Das bist du in der Tat, Backpfeifengesicht. Das wirst du bereuen, Stinker, das verspreche ich dir. Der Wortführer beginnt mit der Hilfe eines Stuhlbeins und eines Teils seiner... Kumpanen auf euch einzudreschen. Ah, noch eine Kleipenschlägerei. Also du gehst mal daran. Und die wollen wieder in Fernkampf. Na gut. Du stehst nicht so günstig. Stehst ganz und gar nicht günstig. Du wartest erstmal ab, bis die Nahkämpfer sich verteilt haben. Genau du. Du stellst dich mal daneben. Du? Nein, nein, du kannst da stehen bleiben. Du kannst auf... Ja, ich habe vergessen, die ganzen Sachen zu machen, die ich nach dem Kampf machen wollte. Langbogen. Aua. Hey. Das ist nicht nett. So, du gehst da mal ran und hilfst Gerogon. Und du schmeißt mal einen Fulminictus. Einfach so, weil wir es können und es in der Kneipenschlägerei doch schon recht abschreckend wirken müsste. Und die schießen sich richtig ein auf Talana. Das ist gar nicht gut. Dafür schießen wir uns auch ein. 17 Trefferpunkte eben gerade. Mit etwas Glück flieht er schon. Das wäre eine gute Einleitung in den Kampf. Oh, und ich glaube, der will den Nahkampf, der Pirat hier vorne. Gwendolyn, Waffe wechseln zum Irgendjemand anderer hat den Rapier bekommen. Ah, das ist doch doof.
Also ja, es ist doof von mir, weil ich so schusselig war. Aber das werden wir auch so hinbekommen. Du stehst inzwischen besser. Stell dich mal dahin und schmeiß... Nee, und schieß. Und wechsel die Waffe. Doch alles. So, wenigstens Tirek muss nicht irgendwas wechseln oder zaubern oder sonst irgendwas. Dafür haut er sich selbst. Ach ja. Wir haben übrigens auch vergessen, Tirek den Alkohol zu geben. Deswegen haut er sich wahrscheinlich inzwischen schon selber. Oh, Talan hat schon wieder einen abbekommen. Das ist gar nicht gut. Vor allem kommen auch die Krieger ihr immer näher, weil sie sich gegenseitig umrunden, um schießen zu können. So, Quendlin auf den. Aggressiv. Ah, okay, jetzt geht sie doch nicht auf Talana. Das ist schon mal eine gute Idee. Aua. Oh, das ist gar nicht gut. Angriff ist die beste Verteidigung. Fulminictus auf den da. Der steht immer noch. Stell dich mal vor Talana. Ich habe keine Lust, dass sie jetzt einen guten Treffer abbekommt und tot umfällt. Das muss wirklich nicht sein. Da verliere ich lieber eine Runde, wo ich keinen Schaden machen kann. Du schießt auf den, der müsste schon genug angeschlagen sein. Ist aber nicht. Oh, und der flieht. Sehr schön. So, der ist auch Geschichte. Du bewegst dich bitte hinter den. Und du gehst dahin, um den in den Rücken zu schießen. Und du läufst einfach nur weg. Ich bin versucht, da gleich dann sie heilen zu lassen. Aber ich glaube, wir nehmen doch lieber die Wirselkräuter oder die Einbeeren. So, Gwendolyn haut den. Myrim wird umzingelt. Da werfen wir doch auch mal mit ihren Fulminictus. Ja, das ist doch beeindruckend. So, du haust weiter. Oh, warum war Tiriks alte Option nichts machen? Oh, komisch. Na gut, du stellst dich dahin. Abwarten. Du kannst du hinter ihn gehen. Ah, ist doch gut. Das war aus der Perspektive nicht so wirklich ersichtlich. Und er schießt im Nahkampf natürlich mit seinem Bogen. Ist ja nicht so, dass wir das nicht könnten. So, Tirek, hau bitte zu. Rumstehen kann jeder. Ein Streuner trifft Gwendolyn 4. Ja, diese Schlägerei ist doch ein Zacken härter als die andere. Also primär, weil Talana so viel Schaden abbekommen hat. Aber auch die anderen haben ab und an einen auf die Nase bekommen. So, der bei den Nahkämpfern unten müsste eigentlich schon genug Schaden genommen haben inzwischen. Aber er will weiter auf uns einschlagen. Dann schlagen wir auch weiter auf ihn ein. Dafür flieht der andere. Schön, schön. Sichern und du stellst dich mal so hin, dass du irgendjemanden im Rücken schießen kannst. Und vorbei. Was haben wir hier? Rapier, Dolch, Skaja, Entermesser, Goldschmuck. Den Goldschmuck nehmen wir mit. Den Rest lassen wir mal da. 12 Abenteuerpunkte. Schade. In diesem Haus findet ihr 50 Bier, 20 Weinflaschen, 10 Schnapsflaschen. Na, gut zu wissen. Jetzt speichern wir erstmal ab und danach machen wir den ganzen Kleinkram, den ich eigentlich nach dem letzten Kampf machen wollte. Also, Spielstand. Sichern, LP 51 und wir sehen uns gleich wieder.